mein Thema Mix Print and Paint benötige ich einen Ausdruck auf Aquarellpapier. Hier habe ich auf Fabriano Artistico gedruckt, aber ihr könnt auch auf viele andere Papiersorten mit eurem Tintenstrahldrucker drucken. Probiert euch hier einfach nach eurer persönlichen Vorliebe durch. Außerdem brauche ich meine Albrecht Dürer Aquarellstifte von Faber-Castell. Diese sind bei mir schon ganz schön unsortiert, weil ich sie jeden Tag in der Hand habe. Außerdem könnte ich etwas Masking Tape gebrauchen, das weiß ich aber noch nicht. Dann meine Pitt Artist Pen Big Brush Stifte und meine Pitt Artist Pen Tusche Stifte in Schwarz in unterschiedlichen Stärken. Außerdem einen Pinsel und ein Wasserglas. Zunächst suche ich mir meine Farben aus. Im ersten Beispiel in der Zeitschrift hatte ich den Hautton hier auf dieser Seite aufgetragen und hier drüben blau. Diesmal möchte ich mit Violett arbeiten, auch wieder kombiniert mit dem Hautton, aber an dieser Stelle. Das Violett dafür auf der rechten Seite. Ich beginne also damit, die von mir gewünschten Flächen zu kolorieren. Ich kann hierbei mit den Stiften abwechselnd nur mit der Spitze arbeiten oder mit der ganzen Seite. Stellenweise kann ich den frischen Farbauftrag verwischen. Das ist auch immer etwas abhängig von der Papiersorte. Hier müsst ihr euch durchprobieren und auf jeden Fall sollte man das vorher einfach auf einem Stück Übungspapier mal versuchen. Auf der rechten Seite kann ich mit der feinen Spitze wunderbar der Kontur des Gesichts folgen. Danach arbeite ich auch zügig einfach die Fläche aus, die mir gefällt. Hier könnt ihr natürlich frei nach euren Vorlieben variieren, sowohl mit den Farben als auch mit den Flächen, die ihr koloriert. Die Stifte gibt es in vielen traumhaft schönen Farbtönen, so dass hier jeder fündig werden sollte und ihr eine wirklich große Auswahl habt. Danach geht es weiter mit dem schwarzen Pitt Artist Pen mit der Spitze M. Hiermit verstärke ich jetzt zunächst sehr prägnante Linien innerhalb des Gesichts und ergänze bestimmte Linien, also zum Beispiel ziehe ich Wimpern ein, wo eigentlich gar keine sind und fange damit schon mit der freien Gestaltung des Motivs an. Hier könnt ihr also eurer Fantasie bereits freien Lauf lassen, Linien verstärken, die euch besonders wichtig sind, oder das Gesicht durch freie Muster und Linien ergänzen. Die Stifte lassen wirklich das Ausarbeiten von kleinsten Details zu durch ihre feine Spitze. Der Einfachheit halber konzentriere ich mich dann als nächstes zuerst auf schon vorhandene Bildelemente. Hier setze ich Muster, Linien, Zierkreise und überarbeite dann auch den zuvor kolorierten Bereich. Das Ganze ähnelt ein bisschen einer Telefonkritzelei, die wahrscheinlich jeder kennt, wenn man einfach freie Linien und Muster vor sich hin zeichnet. Das Schöne bei dieser Art von Arbeit ist, dass man kaum etwas verkehrt machen kann und nur seiner Fantasie zu folgen braucht. Der eine mag lieber Linien und schnörkelige Formen und der nächste mag vielleicht gerne kleine Blümchen und Herzchen, also jeder kann wirklich ganz nach seinem Belieben arbeiten. Wer hier trotzdem ein bisschen unsicher ist, kann zunächst die ganzen Linien auch erst mit einem hellen Aquarellstift vorzeichnen. Diese Linien können dann problemlos mit Wasser wieder angelöst werden, so dass sie erstmal nicht ganz so endgültig sind. Wenn meine Zeichnung soweit fortgeschritten ist, fange ich an, einzelne Felder dunkel mit dem Big Brush zu kolorieren. Mit der feinen Spitze komme ich auch in kleinste Felder. Danach geht es weiter mit den Aquarellstiften. Ich habe mir hier vorher einige Farben zurechtgelegt, so aus dem Bauch heraus, die für mich gut zusammenpassen, was nicht heißt, dass die nicht später auch durch andere Farben noch ergänzt werden. Auch hier gehe ich wieder den leichtesten Weg und koloriere zunächst die Augen und den Mund, tatsächlich so ein bisschen wie ein Gesicht schminken.
Auch die Wangen werden dabei mit Rouge sozusagen ganz vorsichtig schattiert. Und hier kann ich jetzt schön zeigen, warum ich diese Stifte so gerne habe. Denn durch die hohe Pigmentierung können selbst die hellen Farbtöne die dunklen Bereiche von meinem ausgedruckten Motiv abdecken, wenn ich das möchte. Dieser satte Farbabrieb bleibt nachher auch bei dem Verwaschen mit dem Pinsel erhalten. Das gibt mir natürlich unheimlich viel Freiraum und bietet tolle Möglichkeiten und ist unter anderem einer der Gründe, wie ich überhaupt auf diese Arbeitsweise gekommen bin. Umso weiter gedruckte Elemente in den Hintergrund treten, umso spannender und interessanter wird die ganze Arbeit. Manche Felder koloriere ich ganz genau und andere Bereiche arbeite ich so aus, dass ich die Farbe hinterher gut nach außen verwaschen kann. Ich habe hier wieder eine ganz bunte Variante, aber natürlich könnte man auch gut Ton in Ton arbeiten, nur in Rottönen oder nur in Blautönen. Zwischendurch kann ich mein Motiv mit dem Tuschestift um immer weitere Formen, Linien, Punkte, Striche ergänzen, also immer wieder etwas ändern oder hinzufügen. Hier entsteht wieder ein Bereich, den ich später weich in das Gesicht verwaschen möchte. Daher bin ich da etwas sparsamer mit meinem Farbauftrag. Wenn ich dann soweit alles farbig ausgearbeitet habe, lasse ich die Stifte noch in meiner Nähe, falls ich doch noch Ergänzungen vornehmen möchte, und fange dann an mit dem Pinsel und Wasser die einzelnen Farbfelder zu überarbeiten und die Farben sozusagen leicht zu verwaschen. Man sieht hier sehr schön, wie leuchtend und deckend der Farbauftrag dabei bleibt. Hier habe ich mir auf einem Extrablatt großzügig ein graues Feld gezeichnet, welches mir ermöglicht, die Farbe aufzutragen wie eine Aquarellfarbe von der Palette. Damit kann ich die Farbe nochmal anders dosieren und auch auf das Bild sprenkeln, wie man hier sieht. Das sind so die letzten dunklen Schattierungen in meiner Arbeit, die ich stellenweise nach außen verwasche. Und ein Bild ohne kleine Sprenkler wäre nicht von mir. Zuletzt verstärke ich mit dem Pitt Artist Pen nochmal einige Linien, setze nochmal Dunkelheit in den Augen nach und gerahmt sieht das Ganze dann so aus. Für mich eine der schönsten Arten, immer neue Techniken und Effekte mit Aquarellstiften von Faber-Castell und den Tuschestiften zu entdecken. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen anstecken und wünsche euch viel Freude beim Nacharbeiten. Weitere Infos zum Material findet ihr unter dem Video nochmal in der Infobox. Tschüss und bis bald!